So, servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute kommt ein ganz wichtiges Video und zwar stellen wir euch heute unsere Top 5 Pfeifen unter 100 Euro vor. Corona-bedingt hat der ein oder andere vielleicht ja jetzt auch Lust, statt in eine Bar zu gehen, was ja im Moment auch gar nicht geht, eine günstige Pfeife für daheim zu kaufen und genau deswegen stellen wir euch heute unsere Top 5 Pfeifen unter 100 Euro vor. Ja Leute, wie gesagt, heute unsere Top 5 Pfeifen unter 100 Euro. Vorneweg, wir haben die Preise von diversen Shisha-Shops, auf die dürfen wir leider nicht verlinken, weil die auch Tabak haben. Wir haben passende Links rausgesucht auf Amazon, die sind manchmal ein paar Euro günstiger, manchmal ein paar Euro teurer. Schaut gerne mal rein, meine Empfehlung wäre aber auch auf jeden Fall, sucht nochmal bei diversen Online-Shops, ob es sie da nicht nochmal 5 oder 10 Euro billiger gibt. Die Preise, die wir sagen, das sind die, die wir zum Zeitpunkt dieses Videos auf verschiedenen Internetseiten, verschiedenen Shisha-Shops gefunden haben. Kann sein, dass das ne, ein bisschen abweicht, bis ihr das Video seht, aber das waren auf jeden Fall die Preise, die wir gesehen haben. Wir starten auch direkt mit der günstigsten Pfeife und arbeiten uns dann langsam zur teuersten hoch. Unser Platz 5 ist die Invinano. Die Invinano ist eine kleine Travel-Pfeife. Die meisten Modelle von ihr sind aus Aluminium. Gibt es in verschiedenen Farben, blau, rot, silber, schwarz und im normalen Alu-Design bzw. im Edelstahl-Design. Im Edelstahl-Design ist sie einen kleinen Ticken teurer. Die Pfeife bekommt ihr im Komplettset für 34,99 €. Amazon-Link haben wir euch unten in der Beschreibung dazugepackt. Die Invinano ist eine sehr kleine, kompakte Pfeife, kommt in so einem kleinen Travel-Bag. Ist ein schönes Pendant zur Odoman Micro, die der Marvin gerade links neben mir raucht. Der Vorteil bei der Invinano besteht darin, dass die eine verschraubbare Base hat, welche die Odoman Micro eben nicht besitzt und sie damit ein wenig wackeliger macht. Genau, und was auch noch ganz wichtig ist, Leute, es ist eine sehr kleine Pfeife, aber ihr seht ja schon bei mir an der Rauchentwicklung, wenn man da einen gescheiten Kopf und einen gescheiten Aufsatz draufpackt, dann kann auch eine kleine Pfeife genauso gut rauchen wie eine große Pfeife. Die Größe der Pfeife macht also absolut keinen Unterschied bei der Rauchentwicklung. Durchzug, Entlüften geht alles trotzdem ziemlich easy. Sie ist natürlich klein, sie hat ein paar Nachteile. Ihr habt keinen Kohleteller, ihr habt einen relativ dünnen und kleinen Schlauch, ein sehr fummeliges Mundstück hier. Aber dafür kostet sie halt auch im Set nur 35 Euro. Und mit einem Schlauch und Mundstück und die Pfeife, die man bekommt, sind 35 Euro halt echt nicht viel. Und deswegen haben wir sie mit reingenommen, auch wenn es eigentlich eher eine Travel-Pfeife ist. Aber Leute, für 35 Euro musste die einfach mit in die Liste. So, auf Platz Nummer 4 haben wir die Amy Little Zuri Air. Das ist wirklich ein komplettes Komplettset. Bei der Odoman war kein Kopf und kein Kopfaufsatz dabei. Das ist bei der Amy auch noch dabei. Und sie kostet mit Schlauch, Mundstück, Kopf und Kopfaufsatz nur 45 Euro. Was auf jeden Fall ein richtig krasser Preis ist. Wenn man sich überlegt, selbst wenn man die Sachen günstig kaufen würde und 5 Euro für den Schlauch, 5 Euro fürs Mundstück, 5 Euro für den Kopf und 5 Euro für den Kopfaufsatz bezahlen würde, was wirklich gute Preise wären, wenn das immer noch 20 Euro fürs Zubehör, dann kostet die Pfeife nur noch 25 Euro, wenn man so rechnen mag. Auf jeden Fall eine kleine Pfeife, sie wird keine Ewigkeiten halten, sie hat aber gescheite Verarbeitung, gescheites Rauchverhalten und kostet halt einfach fast nichts dafür. Also was Preis-Leistung angeht, würde ich sagen, in der Liste, was nicht Edelstahlpfeifen angeht, mein persönlicher Gewinner und einfach eine gute Pfeife, vor allem für 45 Euro, da kann man meiner Meinung nach nicht viel falsch machen. So Leute, zwischendrin sei noch mal kurz erwähnt, nur ein Viertel der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. Heißt, wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun wollt, wäre es mega korrekt, wenn ihr einmal unter dem Video auf Abonnieren klickt. Übrigens, das ist nicht das einzige Video, das es in dieser Reihe geben wird. Heute reden wir über Pfeifen unter 100 Euro, aber es wird auch noch ein Video geben für Pfeifen unter 200 Euro und noch eins geben für Pfeifen über 200 Euro. Heißt, wenn für euch heute vielleicht nichts dabei ist, nicht verzagen, es kommen noch andere Videos für einen etwas größeren Geldbeutel, wo wir noch weitere Pfeifen empfehlen. Unser Platz 3 ist die Amy 630. Man könnte sagen, die große Schwester der Amy Little Zuri, die wir euch auf Platz 4 eben vorgestellt haben. Die Pfeife kostet im Komplettset 59 Euro, beinhaltet einen Schlauch, ein Mundstück, einen Ton oder Amy Triangle Kopf und einen Kaminaufsatz oder auch Butcher genannt. Die Pfeife besteht zum größten Teil aus Messing, was sie natürlich im Vergleich zu Edelstahlpfeifen weniger langlebig macht, aber nicht minder schön.
Für den Preis von 59 Euro erhaltet ihr somit eine Pfeife, die in der Größe und der Verarbeitung anderen Modellen bis auf das Material nicht wirklich in vielen nachsteht. Ihr habt alles dabei, was ihr braucht. Ihr habt eine schöne Pfeife, ihr habt eine solide Pfeife. Auch der Durchzug bei der Amy 630 steht anderen Pfeifen in keinem Falle nach. So Leute, Platz Nummer 2 auf unserer Liste und die erste Edelstahlpfeife, die es in unser Ranking geschafft hat, die Aladdin MVP 360. Ebenfalls ein Komplettset, heißt, ihr kriegt wieder einen Schlauch, ein Mundstück, einen Kopf und einen Kopfaufsatz. Bei der 360 muss man dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Kopfvarianten, die da manchmal dabei sind. Bei manchen ist ein normaler Tonkopf dabei, bei anderen ist auch schon ein Steinkopf mit so einem Einlegesieb dabei. Ja, bei manchen das, bei den anderen das andere. Edelstahl hat den Vorteil, dass es meistens ein bisschen weniger Geschmack annimmt, beziehungsweise langlebiger ist, ein bisschen leichter zu reinigen ist und generell meistens mit einer höheren Verarbeitungsqualität einhergeht. Der Konsti raucht gerade das große Schwestermodell, die Aladdin MVP 470, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Die 360 ist eine schöne Pfeife mit gutem Durchzug aus Edelstahl, schöner Verarbeitung, Closed Chamber, Schliff oben, Schliff am Schlauch, also all das, was einem bei den günstigeren Pfeifen dann irgendwo fehlt, kann man natürlich bei den günstigeren Pfeifen nachrüsten. Wenn man das aber alles nachrüstet, kommt man eh wieder bei dem Preis von der Aladdin MVP raus. Deswegen für mich der Overall-Preis-Leistungs-Sieger ist auf jeden Fall die Aladdin MVP 370. Ihr kriegt eine schöne Pfeife, die gut verarbeitet ist, die sich gut rauchen lässt und einfach tipptopp ist, vor allem für 80 Euro ein Komplettset. Unser Platz 1 auf der Liste, und damit haben wir unsere Preisgrenze von unter 100 Euro eigentlich auch schon komplett ausgereizt, ist die Aladdin MVP 470. Ihr seht sie hier rechts. Für 99 Euro erhaltet ihr hier, wie auch bei der 360, ein Komplettset, was ebenfalls einen Ton bzw. diesen Kopf mit dem Einlegesieb beinhalten kann, einen Schlauch, ein Mundstück und einen dazugehörigen Kaminaufsatz. Die Pfeife steht ihrer kleinen Schwester eigentlich in nichts nach, bis auf in der Größe, ist sie ein kleinen Ticken größer. Sie hat ebenfalls ein Closed Chamber System, sie hat ebenfalls einen Schliff am Teller, ebenfalls einen Schliff am Schlauchanschluss und steht somit der kleinen Schwester absolut in nichts nach. Das Schöne bei der Aladdin-Reihe ist zu sagen, man kann sie genau wie die kleine Schwester, die 360, auf zwei Anschlüsse erweitern. Dafür wird dann einfach quasi das Auspuffventil abgeschraubt, um einen weiteren Schlauchanschluss erweitert. Und schon kann man diese Pfeife auch eigentlich zu zweit rauchen. Was ich finde, was man bei der 470 auf jeden Fall noch erwähnen muss, sind die unglaublich schönen Bowls. Gerade für den günstigen Preis von 99 Euro im Komplettset finde ich sehr, sehr geil, dass man mit zum Beispiel hier der Flower-Variante echt schöne Bowls bekommt. Und was auch noch sehr, sehr nice ist, ist einfach, wie gut sich die Dinger rauchen lassen. Und vor allem über was für einen Zeitraum. Ich habe auch zwei allerdings, eine 460, eine 470, beide benutze ich sehr gerne. Natürlich habe ich auch hochpreisigere Pfeifen, die kommen dann aber eigentlich vom Rauchverhalten trotzdem nicht so viel weiter. Die bieten halt ein paar mehr Feature, die sehen natürlich noch ein bisschen ausgefallener aus, mit irgendwie geschmiedeten Elementen in der Rauchsäule oder verrückten Entlüftungssystemen. Aber was die Basics angeht, macht die Aladdin 470 einfach alles richtig und gerade für den Preis von 100 Euro bzw. 99 Euro und ist noch erweiterbar auf zwei Schlauchanschlüsse. Leute, man kann nicht viel bei falsch machen. Sei nochmal gesagt, Links zu allem, was wir erwähnt haben, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, Links zu Amazon könnten ein paar Euro teurer, könnten ein paar Euro günstiger sein. Wie gesagt, Empfehlung geht raus, schaut nochmal bei den Shisha-Shops, was es da noch so gibt. Ansonsten hoffen wir, dass wir mit dem kurzen und bündigen Video zu unseren Top 5 Pfeifenempfehlungen unter 100 Euro ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Es wird mit Sicherheit auch noch viele andere Pfeifen unter 100 Euro geben, die definitiv gut sind, die man kaufen kann, wo man keine Probleme mit hat. Das waren jetzt allerdings 5 Pfeifen, die wir selbst geraucht haben oder sogar zu Hause haben. Und genau deswegen können wir euch die eben auch empfehlen. Soll aber nicht heißen, dass es nicht andere gute Pfeifen unter 100 Euro gibt. Wenn ihr da noch Vorschläge habt, was Pfeifen unter 100 Euro angeht, gerne unten in die Kommentare packen. Ansonsten Daumen nach oben oder Abo da lassen, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.